Ja, sowas kann gut gehen, aber eine Garantie hat man dafür eben nie. Also von dem her sag ich, es gibt ja irgendwo ein gutes Gefühl auch, dass der Verein die Ruhe bewahrt, ohne aber die Augen zu verschließen vor der Situation. Also wie gesagt, man hat sich ja, glaube ich, ja, intensiv mit der Situation auseinandergesetzt die letzten Tage und einfach gemeinsam entschieden, dass es mit dem Trainerteam auch weitergeht, dass es für uns dann auch der einzige Weg ist, der in die richtige Richtung geht, und da stehen wir voll dahinter. Es war natürlich so, dass die Vereinsoberen natürlich auch Stimmen aus der Mannschaft eben hören wollten, um eben noch mehr Einblick zu haben ins ganze Geschehen. Wie gesagt, da schlussendlich steht die Entscheidung, die für alle gilt und die wir gemeinsam tragen, was der Verein entschieden hat. Es ist soweit 3 Tage nach dem Spiel, dass einfach der Fokus wieder voll auf dem Braunschweig-Spiel liegt, wo wir erneut, ja, ich sehe es als Möglichkeit einfach wieder. Natürlich haben wir einen Druck, aber irgendwo wieder die Möglichkeit einfach die Wende in Anführungszeichen zu schaffen, beziehungsweise Braunschweig auf größere Distanz zu halten. Und das ist das Einzige, was jetzt momentan zählt. Dass die Fans voll hinter uns, hinter dem Verein, hinter der Vorgehensweise, glaube ich, jetzt auch stehen und einfach auch das vermeiden wollen, den Abstieg. Wie wir auch, das wäre für, ja, es wäre eine Katastrophe für alle, für uns, wie gesagt, für den Verein. Und das gemeinsam zu verhindern. Da hatte ich auch nach dem Spiel, unmittelbar nach dem Spiel in Frankfurt, den Eindruck, dass eben das entscheidend ist, auch für die Fans.